Hallo. Gucken wir uns mal zuerst das Video an. Bildqualität und Kameraführung. Die Bildqualität ist, wie wir es gewöhnt sind, sehr gut. Keine Unschärfe, sieht in 1080 HD sehr gut aus. Die Kameraführung ist ebenso professionell. Es gibt Kranfahrten und verschiedene Perspektiven, die eingesetzt wurden. Kommen wir zum Cut, der meiner Meinung nach nicht so gut gelungen ist. Am Anfang erscheint es noch, als wäre es passend zum Beat gecuttet, später verstehe ich es aber nicht mehr. Locations. Ja, da gibt es leider nur zwei. Einmal die langweilige Shisha-Bar mit dem hässlichen, merkwürdig gekleideten Stricher und einem Transvestiten. Dann noch die Streichelzoo-Weide mit den Kamelen oder Dromedaren oder Lamas. Julian ist sich da selber nicht ganz sicher. Aber die ist eigentlich ganz geil, vor allem da Julians Text nur von so langhalsigen Tieren handelt. Aber dazu später mehr. Der Gesamteindruck des Videos ist trotzdem gut. Hochwertig wie immer, aber ein bisschen langweiliger als beim 11. September. Kommen wir nun zum Text. Fangen wir mit dem Gegnerbezug an. Dieser ist gegeben, zum Beispiel durch das in der Hook wiederkehrende Chamela oder das Cho. Von Frankfurt bis nach Kamelistan? Hoch rein, Cho! Mit diesen Mitteln parodiert er Haftbefehls Art zu rappen. Außerdem bezieht er sich auf Haftbefehls Möchtegern-Drogengeschäfte, indem er viel über irgendwelche chemisch hergestellten Drogen redet. Crack-Küchen-Mucke, bewirb dich bei einer Pharma-Gruppe. Haft kann zaubern, er macht Heroin aus Lamaspucke. Punchlines. Ich habe keine gefunden, die jetzt so richtig mies waren, wie noch beim 11. September-Video. Allerdings waren die vorhandenen mir zu tierlastig. Er redet über Kamele oder Dromedare oder Lamas oder Aslaks. Routine. Er bemängelt die fehlende Routine beim Asiaten, aber selber hat er ja eigentlich gar nichts vorzuweisen. Er hat ja mal erwähnt in der Alligator-Analyse, dass er früher mal rappen wollte, sich aber nicht von den tausend anderen Möchtegern abgehoben hat. Bei der Meinung hätte er mal bleiben sollen. Zu den Reimen. Man merkt, dass Julian versucht, aufwendige Reime zu benutzen. Fünf-, sechs- oder siebensilbige können da schon mal vorkommen. Manchmal sind die ganz gut, wie bei Gangster Ära, Schwester Eva, aber sonst leider zu oft zu weit hergeholt oder Zweckreime. Ich sag nur Buschkacker und Flusswasser. Stimme und Flow. Zu Julians Rap-Stimme muss man eigentlich nichts mehr sagen. Sie passt nicht zum Rappen, jedenfalls nicht zu dem Style, den Julian uns rüberbringen möchte. Seine Stimme ist halt eher so Kinderchor, schwach und unberührt. Sein Penis. Sein Flow zerstört Julian leider selber, indem er zu viele Silben in eine Line packt. Deswegen muss er das Tempo erhöhen und sein Flow geht verloren. Trotzdem ist alles sehr gut verständlich. Zur Textstruktur. Der Aufbau ist klassisch. Strophe, Hook, Strophe, Hook, Bridge, Hook. Ich hätte mir gewünscht, dass die einzelnen Strophen mit einer guten Punchline aufhören. Das ist leider nicht vorhanden. Die Hook ist ganz nett. Eigentlich nicht. Das Ramela-Ramela-Zeug ist einfach nur scheiße. Allerdings gefällt mir die Haftbefehl-Kamel-Bridge ganz gut. Eine schöne Parodie, so hätte er den ganzen Track aufbauen sollen. In dieser Kamel-Bridge haben wir auch eine dritte Location, aber da es sich nur um eine hässliche Wand handelt, ist sie eigentlich für mich nicht vorhanden. Extrapunkte. Gäbe es Extrapunkte, gäbe es keine Extrapunkte. Fazit. Nur 54% positive Bewertungen bei YouTube, dem schließe ich mich an. Alle von euch sollten jetzt schön auf die Werbung in Julians Video klicken, vielleicht reicht das Budget dann mal für schöne Statistinnen.